Herzlich willkommen in Pausa am Mittelpunkt der Erde. Ja, ich heiße Joachim Chemnitz, bin Inhaber der Firma Joachim Chemnitz Heizung Sanitär und auch Gesellschafter, Geschäftsführer der Firma HAG Hausnatürlich Handels GmbH. Und ja, freue mich, dass ihr heute hier bei uns seid und möchte meine Kinder vorstellen. Die Lisa und Richard sind beide auch in den Unternehmen tätig und tja, haben eine lange Geschichte. Ich konnte mich 1990 selbstständig machen, war in der Lage, am 1.7.1990 die erste DM-Rechnung zu schreiben. Und ja, dann ging es schnell bergauf. Im Heizungsbau haben wir ja viele alte Kessel rausgerissen, haben Öl- und Gasheizung eingebaut. Und heute bauen wir viele moderne Bäder, viele sehr schöne Bäder, hochwertige Bäder, Senioren-, behindertengerechte Bäder und natürlich Heizungen nicht mehr mit Öl und Gas, sondern mit Holz, Pellets, Wärmepumpe, Solar, alles, was nachhaltig und ja, zukunftsträchtig ist im Heizungsbau, damit beschäftigen wir uns. Ja, und wenn man eine Investition vorhat und plant, dann schaut man sich um, wo kann ich vielleicht auch ein paar Fördermittel herbekommen. Und das hat sich dann angeboten, dass wir einen LIDER-Antrag stellen konnten. Wurde leider zweimal abgelehnt, aber das war am Ende gut so und die Geduld hat sich gelohnt. Und ich habe hier für den Handel, für die neue Halle, eine LIDER-Förderung bekommen. Und ich kann nur ein Kompliment geben, auch an die Mitarbeiter vom Landratsamt. Auch wenn die Beantragung etwas schwierig und etwas langwierig und etwas aufwendig war, so war doch der Abruf der Fördermittel sehr, sehr unkompliziert. Und ich kann nur sagen, wenn jetzt auch die zweite Förderung, die wir hier von Handwerksbetrieb bekommen haben, das ist die Förderung Regionales Wachstum vom Freistaat Sachsen. Wenn das auch so unkompliziert geht, dann Chapeau. Gute Zusammenarbeit auch mit den Mitarbeitern des Landratsamtes. Ja, und bevor man so ein Vorhaben natürlich dann tatsächlich anfängt, muss man natürlich schon wissen, gut, ich bin nicht mehr der Allerjüngste, aber man muss wissen, wie es weitergeht. Und da habe ich Riesenglück und wir freuen uns sehr. Unsere beiden Kinder sind da, obwohl sie beide nicht im Unternehmen begonnen haben, ihren Berufsweg und zu lernen. Aber Lisa war sehr viel im Ausland, war in Australien, war in Spanien, war in Finnland, hat dann International Business studiert. Heute ist sie da und wird auch mal das Handelsunternehmen übernehmen. Unser Sohn hat in der Automobilindustrie gelernt und ja, als er ausgelernt hatte, hat er ein sehr gutes Zeugnis gehabt, hat er gesagt, Vati, das war doch nicht alles, ich will doch noch was machen. Tja, da habe ich gesagt, dann mach deinen Techniker oder studier, aber du kannst auch hierher kommen, Tür und Tor stehen da offen. Und da hat er sich dann auch dazu entschieden. Und dann habe ich natürlich gesagt, und wenn du das machen willst, dann musst du nochmal ganz unten anfangen und musst lernen, machst nochmal eine zweite Lehre. Ja, und das hat er auch gemacht, hat einen sehr guten Abschluss auch darin gehabt und jetzt geht sein Weg natürlich weiter, auch in Richtung Firmenübernahme und da freuen wir uns sehr drüber. Jeder kennt jeden und weiß auch, dass ehrlich miteinander umgegangen wird und vor allen Dingen ist es auch für die Mitarbeiter schön, dass sie nicht weit fahren müssen und dass wir hier in der Region so gute Kunden haben und auch wirklich viel Arbeit haben und ich denke auch in Zukunft wird das so bleiben, wollen wir hoffen.